mache jetzt unten dauerhaft ein Loch. Ich habe keine Spitzhacke bei. Nein! Oh Gott, nein, bin ich schlecht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wunderbar. Geil. Jetzt, wir haben im letzten Part wieder etwas Sand gefarmt. Haben geschlafen und ja, jetzt geben wir uns voller Elan. Ich bin jetzt gerade auch irgendwie wieder richtig... Jetzt habe ich gerade während der Pause richtig Lust auf das Spiel bekommen. Vorher hatte ich zwar auch Lust, aber jetzt irgendwie noch mehr. Weil ich ja jetzt bauen darf in dem Part. Hurra! Sand abbauen hat mir jetzt selber auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich denke, das hat man auch gemerkt. Aber nun ja, jetzt wieder endlich bauen. Freue ich mich drauf. Wir haben ja hier extra noch unsere Sandsteine hier reingelegt. Ich nehme mir noch mal ein bisschen Holz mit. So, dann machen wir uns jetzt mal hier nochmal schön Sandstein. Wunderbar hier. Nochmal 16 Stück dazu. Und hier auch nochmal ein paar. Gut, haben wir jetzt schon einige Sandsteine hinbekommen. Und dann können wir jetzt einen hohen Turm bauen. Nämlich den Sandsteinturm weiter. Ich brauche eine nochmal Erde hier. Fällt mir gerade ein. So, wunderbar. 35 sollten reichen. Oh, so, kurz Warte, ich muss mich kurz jucken. Ah, geil. Ja, cool. Wunderbar, gejuckt. Und dann geht's jetzt direkt weiter. Ich wollte gerade sagen, das sieht so schimmelig aus, der Cobblestone. Aber es ist ja der Sandstein. Ach komm, ich mache hier jetzt unten dauerhaft ein Loch. Ich habe keine Spitzhacke bei. Nein! Oh Gott, nein, bin ich schlecht. Ich will jetzt aber nicht den kostbaren Sandstein hier vergeuden. Gott, bin ich schlecht, ey. Vergesse ich erstmal die Spitzhacke. Wie crank ist das denn? Die ist ja im letzten Part kaputt gegangen. So. Hier haben wir noch Eisen. Wunderbar. Schön. Nice. Nee, gut. Haben wir jetzt eine Spitzhacke? Boah, wie kacke. Keine Spitzhacke bei gehabt. Nun ja. Dann werde ich jetzt, denke ich, trotzdem einen Durchgang machen, falls sowas nochmal passiert. So. Einmal schnell, bitte. Lass mich mal... Und genau hier habe ich das Ding gemacht, wie crank. Gut. Einmal hier hoch, bitte, und... So. Wunderbar. Na, ah. Ach komm. Nein. Hier geblieben. Voll todesmutig hier so. So, nochmal. Bisschen was essen hier. Wunderbar. Ach komm. Ey, es ist doch nicht witzig, oder? Ich falle hier ja nur noch runter, ey. Na gut, drei oder viermal waren es jetzt mutwillig, aber das da, das war ja jetzt nicht mit Absicht, Alter. Ja, wunderbar. Manometer, wie soll das denn aussehen, wenn ich hier gleich in luftigen Höhen oben bin? Meine Güte, jetzt stelle ich ordentlich an. Und ich renne dabei auch noch, ey. Bin ich lebensmüde? Nun ja, gut. Wisst ihr was? Ich mach mal Shaders aus. Weil, ja, man braucht's jetzt nicht. Und dann erkennt man auch den Unterschied. Nee, also braucht's, finde ich, wirklich nicht beim Bauen hier. So. Ich schau mal gleich von unten an, wie hoch der ist, der Turm. Ja, okay, gut. Boah! Boah! Hier ganz knapp daneben.
So. Ja, noch ein bisschen höher kann er noch. Und dann kommt oben ein Dach drauf. Ich denke, das Dach werde ich auch aus Holz machen. Weil ich finde, das ergibt einen schönen Kontrast, der noch halbwegs passabel aussieht. So. Ah, komm. Komm, das ist doch... Das ist echt lächerlich mit mir hier. Gut. Naja. Ihr wisst ja, ich habe jetzt das neue Nebenprojekt League of Legends und da kriege ich ganz, ganz viele Anfragen. Darf ich mal mit euch spielen? Und da wollte ich euch einfach mal fragen. Wenn ihr auch League of Legends guckt, aber werde ich auch nochmal im übernächsten League of Legends Part fragen, wie ihr das denn findet, wenn andere Leute mitmachen würden. Oder besser gesagt, wann sollten wir denn dann aufnehmen, weil wir spielen das eigentlich immer in unserer Freizeit und ich habe auch nicht immer Freizeit. Also, wisst ihr Bescheid. Muss ich auch noch viel aufnehmen, selber aufnehmen. Und, ich spiele es halt nur so nebenbei eigentlich, quasi. Oder immer wenn ich privat spiele, spiele ich eigentlich fast nur noch League of Legends. Weil es mir einfach richtig, richtig dolle Spaß macht. Ich habe mir jetzt auch wieder neue Champions gekauft. Und macht einfach voll viel Fun einfach. Und ja, gut. Und dann vor allen Dingen noch, wenn man das im Team macht, dann kann man immer auch sagen, hilfst du mir bitte? Weil sonst muss man da immer pingen oder in Chat schreiben und das ist in einigen Situationen teilweise richtig blöd. Ist der jetzt hoch genug? Boah. Ich hatte jetzt irgendwie Magenkribbeln, obwohl es nur Minecraft ist. Ich denke, der ist jetzt hoch genug, der Turm. Da kommt jetzt oben. Wisst ihr was? Ich mach da mal was. Nein. Okay. Gut. Du hast es so gewollt. Ach komm. Ich wollte eigentlich da was hinbauen und spring dahin. So. So. Wunderbar, jetzt bin ich hier oben. Und dann kann ich jetzt nochmal die letzten 1, 2, 3, 4, 5 abbauen. Einfach aus dem folgenden Grund, weil ich gerne runterfallen möchte, genau. Nee, weil ich was ausprobieren möchte, wie etwas aussieht. Und dazu ist Minecraft ja auch da. Man kann immer gucken, wie weit aussieht. Und wenn es einem nicht gefällt, baut man es einfach wieder um. Das finde ich das Schöne an Minecraft. In meinem allerersten Let's Play. Ich finde Minecraft eigentlich ganz gut. Das fand ich so drollig. Naja. Wollte ich nur nochmal sagen. Weil ich gerade daran denken musste, als ich sagte, ist das Schöne an Minecraft. Und habe ich auch gesagt, dass man halt neu überlegen kann, sich die eigene Welt erschaffen. Und dann habe ich den Satz eingeleitet mit, ich finde Minecraft eigentlich ganz gut, weil... Richtig lustig. Nun ja, egal. Da war ich auch noch jung. Jetzt bin ich alt. So. Nee, wirklich, da war ich richtig jung. Wie alt war ich da? 13, meine ich. Und jetzt bin ich 15. Fast 16. Nee, ich war 14. 14, oder? Ja, ich bin da gerade 14 geworden, stimmt. Ja, gerade 14 geworden, genau. Weil mein... ich habe ja am 28.04. 13, 12, 2011 angefangen mit dem Let's Play. Und ja... Kurz davor habe ich halt Geburtstag. Oder ich habe immer im Mai Geburtstag. Habe ich jetzt gerade 28.04. Ich meinte 28.05. Also ich habe halt am 28.05. angefangen. Und ja. Ich habe halt am 6.05. Geburtstag. An die 4.05. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Da habe ich halt Geburtstag und da bin ich dann gerade 14 geworden. Stimmt. Da habe ich mir gedacht, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du mit dem Let's Play anfangen. Kann ich keiner als 12-jähriges Kiddy oder 13-jähriges Kiddy beleidigen. Haben sie dann doch getan. Aber nun ja.
Ihr seht ja, was draus geworden ist aus dem 13-jährigen Kiddy. Ein 15-jähriges Kiddy. Bald 16, hurra. Boah, wenn ich 16 bin, freue ich mich. Weil ich dann Spiele spielen kann, die ab 16 sind. Legal. Ha. Wie hoch sind wir denn jetzt hier? 1, 2, 3. Noch 2 Schichten drauf. Wunderbar. So. Jetzt den Kram hier draufbauen. Ah, hier haben wir noch. Ich muss auch gleich ins Bettchen. Schneller. Mach schneller, Chewie. Heute kann ich auch nochmal Thumbnails bearbeiten. Hurra. Oh nein, ich höre sie schon. Ach komm. Und ich verkack es. Ich verkack es. Ich glaube es nicht. Schnell. Monster sind böse. Die Creeps kommen. The Minions have spawned. Na, gut. Ich musste kurz was essen. Hinterher greift mich hier einer an. Bitteschön, einmal schlafen. Wunderbar, gut. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Ich habe mich das ja wieder erzählt hier über mein Jubiläum. Da werde ich dann auch nochmal ein Video machen. Vielleicht so ein Zusammenschnitt aus allen 2 Jahren. In meiner Videogeschichte. Weil, ja, das könnte ich dann vielleicht auch jährlich machen. Ich meine, es ist ja dann nur einmal im Jahr, wenn ich das machen muss. Das sieht sogar geil aus eigentlich. Ja, ist ja nur einmal im Jahr, wenn ich das machen muss. Und das geht ja eigentlich noch. Von der Aufwendigkeit her. Auch wenn es aufwendig ist, es geht. Vor allen Dingen, weil ich dann, wenn ich das jetzt mache, das dritte Jahr, auf das erste Video verlinken kann und dann jetzt einfach nur noch, und dann einfach nur noch von einem Jahr die Videos nehmen muss. Das wäre noch ganz einfach eigentlich. Ich denke, sowas ähnliches mache ich auch. 1000 Abo Special gab es ja nun nicht, aber 2 Jahre Special. Stimmt! Das könnte ich, obwohl, nee, ich wollte es eigentlich bei einem Abo Special so eine Verlosung machen. Weil ich finde das, ja, die Verlosung ist was für die Abonnenten. Und, ja. Deswegen müssen die auch irgendwas erreichen, die Abonnenten, damit sie eine Verlosung bekommen. Also, finde ich jetzt. Und man bekommt irgendwas gesponsert. So. Geht auch. Ich mache mir noch kurz was am Schiff. Stimmt. Ich wollte jetzt, ich dachte nur noch, die Crafting Box steht am Markt, aber die steht ja jetzt hier. Ah ne, wir haben noch Sticks, genau. Ach, dann gehe ich doch ins Lager, so. Piss dich. So, wieder hoch hier. Part ist auch schon gleich vorbei. Aber bis jetzt sieht er eigentlich ganz gut aus. Ich finde, er hat Ähnlichkeit mit den Türmen von Assassin's Creed. Also diese Türme aus dem ersten Teil, wo man so cool hochklettern konnte. Ich weiß nicht, ob es die in den anderen Teilen auch noch gab. Weil man in den anderen Teilen ja nicht mehr dort gespielt hat. Also in Jerusalem. Oder wo das war. Der war auch cool, der erste Teil. 4 Zäune, hurra! Ich brauche doch nochmal Sticks. So. So. 32 Zäune, das reicht noch. Ich laufe da jetzt nur hin. Wird der Part halt heute wieder etwas länger. Ich meine, ist ja egal. So, dann nehme ich jetzt nur Eurotruck auf und render das und lad das hoch und so ein Kram, ne? Hm, 2 Parts Eurotruck, 1 Euroras Tier. Und dann muss ich noch Landwirtschaftssimulator aufnehmen. Ja, ja. Mache ich heute 6 Videos, dann muss ich morgen nur 3 aufnehmen. Also am Donnerstag. Obwohl ich könnte. Ich muss ja wieso Landwirtschaft zu machen. Nee, wartet mal, Donnerstag, da habe ich lang und ja, das ist kacke, dort aufzunehmen, so viel. Wunderbar, gut, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Part.